Das WLAN der Zukunft ist da. Mit Wi-Fi 7, dem neuen WLAN-Standard mit höheren Geschwindigkeiten und mehr Kanälen für eine stabilere Verbindung. Aber braucht ihr es wirklich? Wir haben es uns mal genauer angesehen. Also, was ändert sich? Wie bereits Wi-Fi 6E nutzt Wi-Fi 7 neben dem 2,4 und dem 5 GHz Frequenzband auch die 6 GHz Frequenzen. Das bedeutet im ersten Schritt zwei Dinge. Zum einen gibt es jetzt mehr Kanäle, auf denen sich die Funknetzwerke in eurer Umgebung verteilen können. Zum anderen bedeutet ein WLAN mit einer höheren Frequenz auch, dass sich die Wellenlänge verkürzt und das WLAN Probleme beim Durchdringen von Decken und Wänden hat. Das ist jetzt natürlich ein Nachteil für all diejenigen, die mit einem einzigen Router eine große Wohnung oder ein ganzes Haus beschallen wollen. Da muss dann wohl oder übel ein Repeater her. Es kann aber auch ein Vorteil sein, wenn die vielen Nachbar-WLANs nicht mehr so einfach in die eigene Wohnung reinstrahlen können. Ein Vorteil auch, die Kanalbreite wurde in den 6 GHz Frequenzen auf 320 Hz verdoppelt. Dadurch sind höhere Übertragungsraten möglich. Dazu kommt eine komplett neue Funktion von Wi-Fi 7, der Multilink-Betrieb. Zwischen eurem Gerät und eurem Router können mehrere Bänder gleichzeitig für die Datenübertragung genutzt werden. Was uns natürlich zur nächsten Frage führt, brauche ich so schnelles WLAN überhaupt? Zugegeben, die neuen Geschwindigkeiten dürften aktuell nur für weniger einen Mehrwert bringen. Eure Internetgeschwindigkeit wird gerade hier in Deutschland vermutlich nicht im mehrstelligen Gigabit-Bereich liegen und Heimnetzwerke über das WLAN dürfen nur die wenigsten von euch betreiben. Und wenn jemand einen Home-Server hat, dann wird die Zielgruppe derer, die über ein 10-Gigabit-Netzwerk verfügen, nochmal geringer. Aber durch das 6 GHz-Frequenzband dürfte sich trotzdem einiges spürbar ändern. Denn mehr Kanäle bedeutet vor allem weniger Verstopfung auf den bereits jetzt vollen WLAN-Frequenzen und damit ein für euch störungsfreier Empfang. Damit ihr davon Gebrauch machen könnt, braucht ihr zwei Dinge. Zum einen einen Wi-Fi 7-kompatiblen Router, zum anderen ein Endgerät, das Wi-Fi 7 unterstützt. Das sind bis jetzt noch nicht so viele, aber es gibt sie schon. Der Qualcomm Snapdragon Agent 3 kann bereits jetzt mit dem neuen WLAN-Standard umgehen. Entsprechend sind etwa das neue Samsung Galaxy S24 Ultra oder das Asus ROG Phone 8 bereits jetzt bestens dafür ausgestattet. Und auch auf Router-Seite gibt es bereits erste Geräte, die sind allerdings noch ziemlich teuer. Dieser Asus-Router etwa für 845 Euro oder dieser von TP-Link für 550 Euro. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis sich auch da die Preise nach unten korrigieren. Also solltet ihr euch jetzt schon einen Wi-Fi 7 Router holen? Zumindest jetzt, Anfang 2024, können wir erstmal ein Nein aussprechen. Denn ihr werdet wahrscheinlich noch keine anderen Geräte haben, die Wi-Fi 7 auch nutzen können. Das wird sich allerdings in den nächsten Monaten und Jahren ändern, wenn Laptops, Smartphones und Tablets und alles andere, was ihr sonst noch in eurem WLAN habt, durch neue Geräte mit Wi-Fi 7 Unterstützung ersetzt wird. Und dann dürften die Router auch einen Ticken erschwinglicher sein. Habt ihr euch einen eigenen WLAN-Router geholt oder nutzt ihr einfach nur den, den ihr von eurem Internetanbieter zugeschickt bekommen habt? Schreibt es uns in die Kommentare.